Show me the money, honey. Folge 214. Show me the money, honey.de. Yeah, Digital Money Maker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Liebe Digital Money Maker und Erfolgsfreunde, dies ist Teil 2 dieses genialen Interviews. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Wenn du das vorhergehende, die vorhergehende Folge, den vorhergehenden Teil noch nicht gehört hast, dann geh jetzt direkt zurück und hörst dir direkt an, bevor du hier Teil 2 findest. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich freue mich auf ein riesig geniales Interview, was dir wahnsinnig viel Wert liefern wird. Alles klar, auf geht's. 3, 2, 1 und los. Gerade wenn du sagst, bei Tipps. Angenommen, du müsstest nochmal neu starten. Du hast das Wissen von heute nicht. Welche drei Dinge würdest du dir sofort wünschen, dass du sie hast? Nur drei Gedankengänge, drei Einstellungen. Also ich würde als allererste Einstellung haben, dass ich mir ganz klar überlege, was sind die Zutaten für mein Rezept. Also wenn ich einen Kuchen backen will, dann brauche ich die und die Zutaten. Wenn ich 10 Wohnungen kaufen will, was sind dann die Zutaten? Also welche Ressourcen und Kompetenzen brauche ich? Welches Fachwissen brauche ich? Welche Zeit, welches Geld etc. So. Ich überlege mir also erstmal, ja, genauso wie wenn ich ein Haus baue, was brauche ich? Fliesen, ich brauche Zement, ich brauche Leuchtmittel und so weiter. Und ich schreibe mir das auf und dann, wo bekomme ich es her und was muss ich dafür geben? Denn im Leben ist nichts kostenlos. Wenn du einen Kuchen backen willst, musst du auch im Laden Geld bezahlen. Ja. Und dann muss ich mir ganz klar überlegen, wo bekomme ich die Informationen? Und ich würde immer, wenn ich mir überlege, okay, was brauche ich, immer die Abkürzung nehmen, wer hat es schon? Welcher Coach, Mentor, wer hat es schon? Ja? Und das wären mal die ersten beiden Dinge, die Informationen. Und die dritte Information, die ich haben wollen würde, ist, 1-5% werden schaffen und der Hauptfaktor, ob du schaffen wirst, ist, dass du länger dran bleibst als andere. Das heißt, stell dich jetzt schon mal darauf ein, dass es wirklich eklig und haarig wird. Also so als Informationen wären eigentlich das so die wichtigsten Infos. Und das ist halt, dass du sagst, du weißt, dass es so eklig und haarig wird. Das heißt, das ist kein Einhorn-Glitzerstaub, sondern Realität. Ja, das ist absolut so, ja. Und das finde ich cool bei dir, dass du halt wirklich Klartext redest. Ja. Und ich meine, wer dir folgt, wer dich kennt, der weiß, dass du ein riesengroßes Social-Media-Following hast. Ja. Dass du da unsagbar viele Leute auf Insta hast, auf YouTube und so weiter und so fort. Und von mir auch definitiv die Empfehlung, abonnieren, anhören, was er da so zu erzählen hat. Ja. Denn spätestens, wer jetzt hier noch zuschaut, zuhört, der hat schon gemerkt, das ist kein Larifari, wir lassen uns alle schön fühlen, sondern es ist wirklich Deep Shit, was du weißt und von dir gibst. Mich hat es früher schon angekotzt, wo ich das allererste Mal in Men's Health Magazin gekauft habe und da stand drin, in 14 Tagen zum Sixpack. Und ich habe den Plan verfolgt, bis aufs Letzte, und ich hatte natürlich kein Sixpack nach 14 Tagen. Da dachte ich mir, scheiße. Aber die Leute sind auch leider selber schuld, weil die wollen das. Ja. Die wollen diese Scheiße, ja. Und deswegen sage ich den Leuten, bleib dran, und es ist klar, wenn du momentan 30 Kilo zu viel hast, dann wirst du 2 Jahre für ein Sixpack brauchen. Wenn du momentan pleite bist, dann wirst du 2 Jahre brauchen, bis du das erste Mal 100.000 Euro verdienst oder 50.000 Euro pro Monat, ja. Wenn du aber jetzt schon 5.000 oder 10.000 verdienst, dann geht es vielleicht schon echt in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ja. Das heißt also, es kommt immer darauf an, wo stehst du jetzt. Weil es ist immer so, Karl, wie lange brauche ich für das und das? Weiß ich nicht. Ich muss schauen, wo du jetzt bist. Karl, welches Buch ist für mich das Beste? Weiß ich nicht. Was ist denn aktuell dein Problem? Ja. Und das ist gerade Thema Social Media Following. Offensichtlich ist klar, warum dir so viele Menschen folgen, wenn sie dich kennen. Wenn sie dich schon mal gefunden haben, die hören dir zu und denken, oh Mann, verdammt, da ist was Tiefes drin. Aber wie werden diese Menschen oder sind am Anfang auf dich aufmerksam geworden? Was war der Schlüssel, um die Aufmerksamkeit auf Social Media zu bekommen? Dass du die Follower dann bekommst, das denke ich, ist meine Annahme, liegt am wertvollen Inhalt. Aber wie hast du erstmal die Aufmerksamkeit bekommen, dass sie dir zuhören konnten und feststellen konnten, dass du wertvollen Inhalt hast? Also
der Inhalt auf Social Media ist hauptsächlich dafür da, dass die Leute dranbleiben. Das ist wie gute Ware im Laden. Das ist oftmals leider nicht der Grund, warum Leute kommen, sondern das ist der Grund, warum Leute wiederkommen, warum die Leute bleiben. Ja? Aber du musst natürlich oftmals mit Werbung oder irgendwelchen anderen Aktionen Leute reinlocken. Genau. Weil die wissen ja nicht, dass das hey, da ist was Geiles im Laden drin. Das wissen die nur, wenn du vorne draußen ein Plakat hängen hast. Hey, da ist geiles Zeug im Laden drin. Ja? So, oder wenn es rumerzählt wird oder ähnliches. Na klar, ich hatte auch sehr viele Strategien im Inhalt, dass es rumerzählt wird, dass es etc. Aber ich habe es natürlich so gemacht, wie ich halt immer alles mache. Ich habe mir zwei Social-Media-Berater damals von Glossybox waren die. Das war eine Firma aus Berlin, ein Startup. War ein krasses Ding. Und auf jeden Fall habe dann ich die Jungs am Anfang bezahlt. Das waren 8.000 Euro. Und dann habe ich die, die haben dann auch 20% von meiner Firma bekommen damals. 8.000 Euro als Vorschuss. Und ich habe die dann, und das war, glaube ich, der größte Fehler ihres Lebens, ich habe die dann jeweils nochmal für 11.000 Euro aus der Firma rausgekauft. Ich bin für ihre 10% jeweils 11.000 Euro bezahlt, weil ich hatte das Wissen. Ich wusste, hey, die Prozente sind mir mehr wert. Ich stelle dann einfach später jemanden ein, der das macht. Aber ich habe natürlich einfach gesagt, okay, pass auf. Das war auch bei mir schon bei der Uni so. In der Uni, 6 Monate, dann kommen die Prüfungen. Was mache ich? Ich arbeite 4-5 Monate, verdiene 20.000 Euro und nehme dann 3.000 Euro und gebe es in Tutoren aus. Ich war nicht in der technischen Mechanik-Vorlesung 6 Monate und dann die Prüfung, sondern ich war 3-4 Wochen vorher, habe ich mir einen Tutor geholt, der es mir 1:1 reingeprügelt hat und dann hatte ich eine 1. Geile Strategie. In 3 Wochen. Geile Strategie. Und die anderen 5 Monate habe ich aber verwendet, um Geld zu verdienen. Weil ich habe gemerkt, dieses Vorlesen, dieses Scheiß, das bringt mir nichts. Das ist Zeitverschwendung, das ist Larifari, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich komme zur nächsten Vorlesung, ich weiß den Stoff von der letzten schon gar nicht mehr. Vergiss es. So. Und dann habe ich gedacht, ja klar, ich mache es wieder so. Habe ich also insgesamt ca. 30.000 Euro bezahlt in Anteile zurückkaufen, in Beratungsdienstleistungen waren es 8.000 Euro. Und dann haben natürlich auch die mir gesagt, ja, was machen wir am besten? Wir kaufen uns natürlich auch Cross-Promo. Es gab damals eine Seite, die hieß die Männerseite auf Facebook. Also 500.000 Abonnenten, da wurden immer nur Autos und Frauen und genau, solche Sachen gepostet, Fußball, also Männerseite. Ja. Und dann habe ich denen am Anfang, die wollten für einen Post 5.000 Euro. Ich so, boah, 5.000 Euro. Boah. Ich so, machen wir 3 Posts für 6.000. Da immer ein bisschen so gehandelt. Dann machen die den ersten Post, ja. Mein 30-Tage-Training von YouTube. Auf einmal, ich gehe am nächsten Tag drauf, über 10.000 neue Abonnenten. Okay. Ich so, boah, krass, da bin ich von 3.000 auf 13.000 Abonnenten. Wahnsinn. Mein Video ging von so 1.500 auf 30.000 Klicks. Krass. Ich so, boah, geil, also. Geiles Investment. Und dann gleich dadurch über 50 Personal Training Anfragen bekommen. Ja. Und zwar wirklich von guten Leuten. Man denkt ja auch immer so, und das ist noch so eine Sache, Leute, dieses politisch Korrekte und klar, wir schauen natürlich alle keine Pornos, wir stehen alle nicht auf nackte Ärsche und wir sind alle natürlich so korrekt, ja. Was für Kunden waren das? Ein Steuerberater, ein Anwalt, ein Arzt. Und worüber kamen die? Über die Männerseite. Das heißt, die haben natürlich auch Ärsche gegafft, ganz normal, ja klar. Es war so lustig, da war ja die Sache mit Donald Trump, wo er so sagt, so grab him by the pussy und so, gell? Und dann sagt so ein anderer, da wurde so ein anderer Milliardär interviewt und dann sagt er, ja du, das blieb nicht beim Grabben, also was glaubt ihr eigentlich? Glaubt ihr irgendein amerikanischer Milliardär, Trump Tower, alles mögliche, ja, was glaubt ihr, was der gemacht hat? Der Daumentrainer oder was? Das Leben war wie ein Buffet. Na klar, grabbt er alles. Nee. Nur weil du nicht, ja, du bist, also, weißt du, es kommt auch immer darauf an, Möglichkeiten. Wenn natürlich du gar keine Möglichkeiten hast, dann ist es einfach zu sagen, ja, ich bleibe immer sauber. Ja, du hast ja gar keine Möglichkeiten, mal dir die Hände dreckig zu machen. Tief in dir träumst du sie ja zu haben, ja, genau, wie du sie umsetzt. Genau, das heißt also, klar, wir denken natürlich das alle, ja, und dann habe ich mir quasi Shoutouts gekauft. Ich habe mir Know-how gekauft, Shoutouts gekauft und dann ist es halt immer gewachsen. Habe ich eine Cross-Promotion gemacht, hatte zum Beispiel
ich dachte, hey, ich will mehr irgendwie weibliche Follower. Schau, hey, welche Frauen haben im Bereich Fashion, Fitness Followers? Ah, ich frag da an, kommt nichts zurück. Ich so, hey, ich gebe dir 1000 Euro für ein, dass ich da mit dir ein Video mache. Sofort eine Antwort. Wer hätte das gemacht? Aber Geld ist ja nicht wichtig. Ja, Geld ist nicht wichtig. Vorne rum sagen die alle, ey, Geld ist nicht so wichtig. Wenn ich anfrage, so kostenlos, ne. Hey, hier hast du 1000 Euro. Ja klar, wann treffen wir uns? Ja? Ja. Und na klar. Also, das ist klar, ja. Und dann habe ich mir natürlich so die Social Media Reichweite aufgebaut, ja, mit, und natürlich aber auch, ich habe es natürlich auch anders gemacht wie andere. Andere machen so das vielleicht ein bisschen so hobbymäßig. Ich habe es von Anfang an gesagt, hey, ich lade im ersten Jahr 1000 Videos hoch, ich besetze jedes Keyword, die und die Arbeitsmoral, ich sehe es wie ein Profi, ich gehe das an wie ein Business, ich gehe das strategisch an, ich hau das durch, ja. Ich lade mal was hoch, wenn ich Lust habe, soll ich nehmen und Zeit habe. Nee, sondern es war wirklich geplant, ja. Wann zu gehen analytisch? Ja, ich habe ja auch Ingenieurwesen studiert, also ich, dieses Ingenieurdenken finde ich schon auch, man muss nicht Ingenieur studieren, um analytisch zu denken, aber ich meine, die meisten Leute, die fragst du ja, warum glaubst du das? Das weiß doch jeder. Das habe ich da und da gehört. Also die denken, also wir haben so lange gekämpft für die Meinungsfreiheit und jetzt hat aber trotzdem keine eigene Meinung oder die wenigsten. Ja, ja. Und analysierst du heute noch, was macht mein Markt, was machen meine Wettbewerber, wie machen die das? Ja, nach wie vor noch, ja klar. Nach wie vor mache ich das noch. Jede Woche habe ich da Leute, die schauen sich das an, die sagen mir auch, hey Karl, mach zu dem Thema ein Video, zu dem Thema, das ist gerade in den Trends. Klar. Ja, what's trending? Ja, klar, immer. Ja, immer, klar. Wenn du sagst Social Media, geht's heute noch ohne? Ich würde sagen, dass es halt einen brutalen Synergieeffekt hat. Ich mache mal ein Beispiel, und zwar, wenn ich jetzt hergehe und ich schalte jetzt eine Werbung auf ein No-Name-Fitnessgerät, dann muss ich vielleicht 5 Euro für ein Lead zahlen. Ich mache es einmal ein Beispiel. Wenn ich jetzt aber drauf filme und da steht Men's Health drauf, dann brauche ich vielleicht nur 1 Euro, weil die Leute kennen es. Wenn ich jetzt bei irgendeiner Webseite, ich schalte da Werbung auf irgendeine Webseite, so, dann zahle ich vielleicht 10 Euro für neuen Kunden. Ist es aber da zum Beispiel der Oliver Kahn, den Oliver Kahn, den kennt man ja, den glaubt man, der macht schon nichts Falsches, ja dann, weil warum machen die das, ja? Warum machen die das? Ich meine, ich überlege natürlich auch, okay, die werden sehr viel in Marktrecherche stecken, die werden sehr viel Split-Testing machen, die werden sich schon überlegen, wenn sie dem Oliver Kahn 1 Million Euro überweisen, ob sich das rentiert. Das heißt, warum sollte ich nicht auch mir eine Personenmarke aufbauen, mir eine Reichweite aufbauen? Und ich sehe es natürlich auch schwarz auf weiß, ja? Ich weiß, was habe ich für Leadpreise, ich weiß auch, zum Beispiel, ich mache ja auch jeden Monat locker 50 bis 100.000 Euro komplett kostenlosen Umsatz. Durch dein Social Media? Durch Leads, die einfach über Social Media kommen. Ich bekomme 4.000, 5.000 neue Instagram-Abonnenten, 4.000, die abonnieren auch wieder, aber die sind egal. Es sind die 5.000, die abonnieren richtig. Davon werden 100, 200, 300 werden Kunde, ja, für die ich nichts bezahlt habe. Auf YouTube stolpert über den Kanal, abonnieren mich, schauen 2 Monate zu, dann mache ich ein Webinar, kaufen sie irgendwas. So. Das heißt, und aber auch die Leute, die mich schon länger verfolgen und ich die retargete, die Retargeting-Ad ist immer viel günstiger wie eine kalte Ad. Klar, wenn du jetzt schon beim Mediamarkt auf der Seite nach Waschmaschinen geguckt hast und ich retargete dich auf Waschmaschinen, ist es viel günstiger. Und da fand ich die Chance, dass ich eine kaufe, noch viel höher. Eben. Na klar, wenn jetzt jemand mein Video anschaut, 10 Produktivitätstipps, um doppelt so viel in der halben Zeit fertig zu bekommen, und er schaut sich das Video voll an und ich retargete ihn mit, hey, willst du von mir ein Coaching, wie du unter anderem auch deutlich produktiver wirst, dann ist es ist viel billiger, die Person zu erreichen und hinterher viel wahrscheinlicher, dass die Person auch sagt, hey, ich kaufe das, ich nutze das, ich finde es geil. Als würde das irgendjemand anders sagen. Ja, das heißt, ja, es geht ohne Social Media, ja. Du kommst auch irgendwie ohne Schienenberg runter. Ja? Ja. Aber ist es effektiver? Ich spiele gerne alle Tasten am Klavier.
ich merke auch natürlich nochmal einen massiven Mehrwert, wenn ich, einer ist auf Facebook, ich retargete den auf YouTube, dann ist er auf Insta und dann tue ich ihn gleich auf meine Page schicken, also alle Tasten am Klavier. Also. Ja. Wo ich auch sagen muss, ich kenne mich strategisch bei Big Picture aus, bei Social Media sehr in depth, aber bei diesem PPC-Thema sind eher so Leute wie der Gunnar oder ich habe dafür auch ein eigenes Team, die das machen, ja, und ich mache das nicht selber. Ja, ja, macht Sinn. Also du, Thema Team, outsourcen, Experten machen lassen und du bist... Also outsourcen... Outsourcen in dem Fall innerhalb vom Team. Genau, also ich bin persönlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt überhaupt sagen darf, aber ich bin persönlich kein Fan, sich eine Vertriebs- oder Marketingagentur zu holen. Erstens mal gibst du sehr viel Know-how und interne Daten nach außen, mhm, und zweitens machst du dich ja sehr abhängig. Also wenn jetzt ich nur externe Callcenter hätte, nur externe Marketer hätte, könnte ich nicht so gut schlafen. Klar. Ja, also klar, man kann sich mal eine Marketingagentur und Berater hinzuziehen, ja, aber das sollte nicht der langfristige Gameplan sein. Das ist cool, das passt zu einer Frage, die ich auch habe. In dem Moment, wo du dir halt was aufbauen willst, mhm, über Social Media, das Business und so weiter und so fort, mhm, was ist der größte Fehler, den die meisten Menschen machen, den sie nicht sehen? Also ich sage mal, sie sehen nicht, was sie nicht wissen. Mhm. Ne? Sie wissen nicht, was sie nicht sehen. Mhm. Was denkst du, ist das, was die meisten übersehen, ohne es zu wissen, dass sie darauf achten mussten? Also was die meisten Menschen übersehen, ist natürlich erstens mal ganz klar, grundlegend schon mal, die Entscheidungen, die sie jeden Tag treffen. Mhm. Denn wir treffen so 200-300 Entscheidungen am Tag. Die meisten Leute, könnt ihr auch mal selber testen, können nicht mal 10 gestrige Entscheidungen aufzählen. Das heißt also, die meisten Menschen treffen ihre Entscheidungen fremdbestimmt, mhm, ja, mitläuferisch, mhm, unbewusst und automatisiert. Unüberlegt. Ja, ja, klar, automatisiert heißt, die sind unüberlegt. Ja, das heißt, unterbewusst auch. Das heißt also, die Entscheidungen, die du jetzt die ganze Zeit triffst, ja, 80% davon machst du halt ohne bestimmten Grund einfach so, weil es einfach auf dich abgefärbt hat. Mhm. Ich mache immer so Beispiele. Wenn du jetzt in Afrika wärst und du hast jetzt so ein, alle im Stamm haben so einen Teller in der Lippe drin, mhm, ja, dann machst du dir halt auch so einen Teller in die Lippe rein. Aber welchen Sinn hat das? Ja, die anderen machen es halt auch. Genau. Ja, das heißt also, du musst erstmal anfangen, dir aufzuschreiben, mal einen Tag lang, welche Entscheidungen habe ich heute jetzt überhaupt alles getroffen? Mhm. Und warum habe ich die getroffen? Auf welcher Basis habe ich die getroffen? Basierend, ja. Nach welchen Kriterien? Und wozu führen die? Mhm. Das heißt, das meiste, was die Menschen nicht wissen, ist, wo stehe ich überhaupt? Nach welchen Entscheidungen entscheide ich? Und wo gehe ich überhaupt hin? Und da fängt es natürlich schon an. Mhm. Und das ist eben das Thema. Früher musstest du immer alle paar Meter gucken mit dem Kompass, hey, und mit der Sonne und Mond, wo stehe ich überhaupt? Mhm. Und die Menschen heute, die wissen einfach ums Verrecken nicht, wo stehe ich, was entscheide ich überhaupt und wo gehe ich hin? Es macht ja dein iPhone quasi die ganze Zeit, das wird GPS, das guckt ständig, wo bin ich gerade? Mhm. Das misst, ne? iPhone weiß ja. Und die meisten Leute wissen nicht und na klar, deswegen auch ihre Gewohnheiten und Rituale. Das sind ja 80% von dem, was wir machen, sind Gewohnheiten und Rituale. Warum gehst du jeden Mittag mit und isst in der Kantine das Zeug, wo du hinterher fast einschläfst, ja? Und du machst aber jeden Tag einfach. Warum? Das Warum? War schon immer so. Genau, es war schon immer so. Warum isst du denn nicht einfach einen Smoothie, bis hinterher wach und fit? Wenn du nach Hause kommst, warum gehst du dann an den Stammtisch oder von Fernseher, statt ein Buch zu lesen? Also diese ganzen Rituale. Und das ist im Endeffekt, die Leute wissen gar nicht, was sie lenkt und wo sie hingehen und wo sie stehen. Stimmt. Und diese Arbeit an sich selber ist halt einfach mega unsexy anfangs. Ist halt mega unsexy. Ja, du triffst halt Dämonen, die du gerne mal ja? nicht treffen möchtest. Ja, das sind einfach mega unsexy, ja. Also du sagst, an dir selbst arbeiten, mit dir dich selbst in Frage stellen? Ja klar, und auch mit sich selber eine Beziehung aufbauen. Interessant. Warum können die meisten Menschen keine Beziehung führen mit einem Partner? Weil sie mit sich selber noch keine Beziehung haben. Oft heißt es ja, das ist meine bessere Hälfte.
Das heißt, du bist incomplete. Genau, du musst selber erstmal ganz sein und deine Partnerin, dein Partner sollte die Kirsche oben drauf sein. Mhm. Aber auch wenn die Kirsche runterfällt, ist zwar blöd, aber mein Leben geht nicht runter. Aber der Kuchen ist trotzdem noch schön, ne? Kuchen ist immer noch ganz. Ich habe eine sehr gute Partnerschaft mit meiner Freundin. Aber ich würde nicht von der Brücke springen, wenn sie jetzt morgen sagt, sie geht ins Kloster oder sie zieht nach Transsilvanien oder sie liebt mich nicht mehr. Mhm. Dann, es wäre wirklich schade, es würde wehtun, aber es wäre nicht, es würde mir nicht meine, eine Hälfte fehlen. Ja. Ja? Sondern meine Kirsche und meine Sahne wäre halt runtergefallen vom Kuchen. Ja. Und ich glaube, das macht auch die Beziehung, dass das lässt sie halten, weil keine Neediness da ja. ist, weil nichts dran dran. Und noch was, ich brauche auch keine Liebe von außen. Es ist schön, aber es gibt niemanden, der Karl S. so sehr liebt wie Karl S. Und ich bin mir selber so dankbar, dass ich die letzten mittlerweile ja, 17 Jahre mir sowas aufgebaut habe, weil ich sehe ja die anderen Leute. Mhm. Und ich bin mir selber so dankbar. Ich liebe mich selber so sehr. Und ich glaube natürlich auch, dass auch zum Beispiel, ich liebe Geld, Geld liebt mich. Mhm. Ich habe mit Geld eine sehr gute Beziehung. Oftmals bei anderen Leuten, deren Geld geht ihnen fremd. Mhm. Oftmals ja. sogar mit mir, ja? Ja, ja. ja? Also, ja. wir haben eine schlechte Beziehung zu Geld. Das ja? ist super, ja. Ich habe eine geile Liebesbeziehung mit Geld, Mann. Geld ist für mich Bonnie und Clyde, Mann. Mein Geld geht raus, Mann. Es arbeitet für mich. Das bringt mir mehr Geld mit, Mann. Es macht mit mir Dreier, Vierer, Orgien. Mein Geld ist immer für mich da. mein Geld ist, weißt du, ich habe mit Geld eine geile Beziehung. Ja, das ist voll immer für mich da. Und auch ich selber, ich kann mich mega krass auf mich verlassen. Mhm. Weil ich weiß ja, die letzten 30 Tage habe ich voll durchgezogen. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, hey, die nächsten 30 Tage ziehe ich das durch. Ich weiß genau, hey, der Karl, auf den kann ich mich verlassen. Der Karl zieht es durch. Mhm. Auf den kann ich mich verlassen. Und das ist auch, was einen extrem geil erfüllt und glücklich macht. Die Leute sagen, oh, Geld, nein, nein, dass ich mich selber so geil finde und so sehr liebe. Und das tut der andere Menschen sogar einschüchtern. Ja. Ja, wie du hast ein Ego-Problem. Nein, 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 nein. Ich habe kein Problem. Vielleicht hast du ein Problem. Aber nur weil ich so selbstbewusst bin, wenn du mehr als halb so wenig Selbstbewusstsein hast, nur dann nimmst du die andere Person als arrogant wahr. Nur wenn du mit dir selber, und es ist alles ein Selbsttest, wenn du jemanden siehst und das, du hast irgendwelche Emotionen, das war zum Beispiel bei mir so, als ich dann früher, mir sind die Haare ausgefallen, ich habe dann eine Glatze, mir rasiert, als die Geheimratsecken ziemlich groß waren, so, habe ich andere Menschen gesehen mit Haaren, ich so, der Wichser, der Penner, der hat so krasse Haare, so ein Drecksack. Und das hat er über ihn nichts gesagt, sondern nur über mich. Genau. Das heißt, nimm mal diese Emotionen und unterdrück die, sondern spür die mal und überleg dir, woher kommt es? Warum, wenn ich den sehe, fühle ich mich so? Warum, wenn ich Geld sehe, fühle ich mich so? Nimm es als Selbsttest. Warum, wenn du jetzt den Gunnar hier siehst mit seinem Buch, wo drauf steht Fett Geld, warum ist es für dich ein An- oder ein Upturn? Warum? Das ist ein Selbsttest. Teste dich mal selber. Ich teste mich jeden Tag selber. Sehr geil, sehr geil. Ja? Und wenn du sagst, diese Selbstliebe, hast du da irgendeine Strategie, wie das jemand aufbauen kann, wenn er sagt, ey, verdammt nochmal, ja, wie soll das denn mit anderen klappen? Ja. Ich habe gerade erkannt, ich liebe mich selbst nicht. Ja klar, klar. Also es fängt natürlich an, und zwar, es gibt mehrere Kategorien. Erstmal Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstrespekt, Selbstliebe etc. So, ich fange natürlich erstmal an beim Selbstbewusstsein. So, Selbstbewusstsein heißt, ich teile mich auf in zwei Personen. Ja, es gibt Karl S., der er sein könnte, und Karl S., der er jetzt ist. Ja, und ich weiß natürlich ganz genau, ich habe ein sehr hohes Potenzial und ich bin richtig geil, aber momentan habe ich es noch nicht ausgeschöpft. Aber dann muss ich mit dem, der es noch nicht ausgeschöpft hat, sehr hart ins Gericht gehen und sagen, hey, du bist jetzt gerade nicht ein bisschen zu mollig. Nein, du bist ein fettes, ekelhaftes Schwein. Du bist ein fettes, ekelhaftes Schwein und du bist respektlos dir selber gegenüber, du bist respektlos deinem Partner gegenüber, weil es eklig ist, ja, du könntest viel mehr sein, du bist respektlos deinem Kind gegenüber später, weil es ein fettes Elternteil hat. Was soll die Scheiße? Ändere das jetzt. Und dann bin ich selbstbewusst und ich weiß, hey, aber nicht so depressiv, sondern hey, ich
in jedem Dicken stecken dünner, nach dem Motto, in jedem Armen stecken reicher. Und der reiche Karl sagt dem armen Karl, hey, du bist momentan ein armer Trottel, das ist nicht okay. Ja. Es ist nicht okay. Der schlechteste Rat, den man jemandem geben kann, ist, bleib so wie du bist. Oh, dann wäre ich jetzt pleite, ein Stotterer, pleite, planlos, nicht selbstbewusst, all diese Dinge. Und der Selbstbewusste kam aus dem Unselbstbewusst, hey, du bist momentan nicht selbstbewusst, Mann. Du bist nicht irgendwas, sondern es ist momentan echt schlecht. Geh jetzt her, schau auf deinem Level, was ist jetzt der nächste Tipp. Und jetzt baust du dir Selbstbewusstsein auf und Selbstvertrauen auf, indem du dir kleine Checklisten setzt. Mhm. Das kann sein, du bist dick, jeden Tag nur, du isst vor jeder Mahlzeit eine Karotte und einen Apfel und trinkst ein Glas Wasser und machst nur 100 Schritte hoch und runter die Treppe. 5 Minuten. Mhm. Mach das 10 Tage und dann sagt dein Unterbewusstsein, also deine andere Person, sagt jetzt, hey, geil, Mann. Geil, du hast es gut gemacht. Du hast es gemacht, Mann. Du hast es gemacht. Krass, Mann. Ich glaube, du kannst ein bisschen mehr. Und das habe ich auch gemerkt als Nachhilfelehrer. Es ist Bullshit zu sagen, ich habe jetzt eine 5. Ja, ich glaube, ich habe keine 1 an. Dann sagt immer dein Unterbewusstsein, nein, red keinen Müll. Du wirst nicht, du bist ein 1er Schüler, aber erst in einem Jahr vielleicht. Du bist jetzt ein 5er Schüler und du musst jetzt auf die 4 kommen. Und dafür musst du leider am Nachmittag, wie so ein Depp, wenn draußen die Sonne scheint, leider lernen. Mhm. Weil du die letzten 2 Jahre nicht gelernt hast. Ja. Und jetzt musst du dafür bestraft werden. Und dafür wirst du auch später belohnt. Und die anderen, die sehen das gerade nicht und die werden später bestraft. Was ist besser? Jetzt bestraft werden und später und so weiter. Und dann musst du mit dir diese Selbstbeziehung, diese Diskussion führen. Und du musst dir vorstellen, dass du dein bester Freund und Angestellter bist. Wie würdest du, oder auch dein Kind, würdest du deiner Tochter zulassen, dass sie jeden Tag Burger King isst? Nein, natürlich nicht. Definitiv nicht. Definitiv nicht, ja. Die meisten Leute behandeln ihren Hund besser wie sich selber. Ja. Da schauen sie, nee, ist es nicht, das ist giftig für dich, die Schokolade, und fressen selber den ganzen Tag. Mhm. Das heißt also, ich muss mir selber Ziele setzen, dann ich muss mit mir diesen inneren Dialog führen, ich muss akzeptieren, Akzeptanz, dass es dauern wird. Mhm. Ich muss akzeptieren, dass es dauern wird. Und dann, erst wenn ich dann die 4 geschrieben habe, dann glaube ich langsam, ich kann eine 3 schreiben. Dann glaube ich, ich kann eine 2 schreiben. Und dann glaube ich sogar, was ich nie für mich hatte, ich kann eine 1 schreiben, Mann. Aber nicht, ich glaube von der 5, ich schreibe morgen. Nee. Ich bin morgen Millionär. Ne? Genau, diese Affirmationen, die funktionieren, wenn man sie richtig macht, richtig dosiert, richtig. Mhm. Weil sobald dir dein Unterbewusstsein sagt, das ist Märchenstunde, Schrott, es klappt nicht. Ja, na klar, ich sehe auch Leute hier auf Instagram, die schreien, ich bin ein Multimillionär. Da wird mein Unterbewusstsein sagen, du bist ein Volltrottel, red nicht so einen Müll. Und du erzählst ja auch in anderen Bereichen Scheiße. Genau, ja, sondern ich kann in mir steckt ein Multimillionär, aber ich bin jetzt ein Pleitegeier und ich muss jetzt arbeiten wie ein Hund. Ja, so, ja. Dann glaube ich es mir, ja. Ja, und dann mit kleinen Schritten, kleine Etappen ziehen. Und bei mir war es so, ich war Stotterer. Ich muss erstmal reden. Danach konnte ich Menschen in die Augen schauen. Ich habe immer so die Hand, immer so. Die so. Ne, genau. Immer so die Hand. Und dann halb zugedrückt. Ne? So, genau, so. Das heißt also, ich habe monatelang mich darauf konzentriert, so zu machen. Sauber. Das war eine Monatsaufgabe. Und die Leute ist halt nicht sexy, die wollen nicht klein anfangen. Aber es ist halt so, und dann baust du Schritt für Schritt, baust du dann auf, wie im Fitnessstudio. Boah, jetzt kann ich 60 drücken. Jetzt drücke ich 70, jetzt drücke ich 80. Und genauso baut sich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist zu große Ziele und zu viel Volumen. Mhm. Das heißt also, mach das, wo du sagst, es kann nicht klappen. Mhm. Es kann nicht klappen. Mehr. Es kann, wenn ich nur jeden Abend vom Abend eine Karotte essen muss, das kann nicht klappen. Mhm. Das kann nicht klappen. Mhm. Das ist gut, es kann nicht klappen. Genau. Die Frage ist nicht, wie mache ich es möglich, sondern die Frage ist, wie mache ich es unmöglich zu versagen? Nicht wie schaffe ich es, also wie mache ich es unmöglich, da zu versagen? Mhm. Ich habe angefangen mit Büchern, ich habe Bücher gelesen, ich habe angefangen mit Sätzen. Mein Ziel war ein Satz am Tag.
einen Satz aussprechen, ohne zu stottern oder zu lesen. Zu lesen und auch zu stottern. Okay. Ja? Ich hatte 3 Monate habe ich darauf hingearbeitet, am Telefon sagen zu können, hallo. Ohne. Mhm. 3 Monate lang war es mein Ziel, am Telefon zu sagen können, hallo. Mein nächstes Ziel war Straße. Ohne. Weil ich musste mich immer auf die Uhr schauen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Mhm. Weil ich konnte G sagen, aber nicht H. Ich konnte auch nicht ST, also St, konnte ich auch nicht sagen. Mhm. Musste ich da richtig drauf hinarbeiten. Ja, und wenn du sowas eben mal machst, die Leute, die ein Problem bei was haben, die werden hinten raus immer die Besten. Zum Beispiel ein Chinese, der Deutsch lernt, der wird die Grammatik besser wissen wie du. Der wird ganz genau wissen, Dativ, Genitiv, Pronomen, der wird diese Wörter besser kennen als du. Ja. Der wird die grammatikalischen Fachjargons besser beherrschen als du, weil du konntest es immer schon und er hat es aber von Grund auf die Basis lernen müssen. Ja. Ja, jemand, der mal mit Frauen ansprechen Probleme hat, wird irgendwann der beste Frauenaufreißer. Ja, jemand, der mit Geld verdienen mal Probleme hat, der wird später der beste. Jemand, der mit Vertrieb schlecht war, wird der beste Vertrieber, weil er es von Grund auf lernt und auch versteht und weiß, er ist nicht gut. Das Problem ist halt, die schon ein bisschen gut sind, denken, die sind schon voll gut. Mhm. Ja, das ist diese grenzenlose Selbstüberschätzung, das machen die meisten. Ja. Dunning-Krüger-Syndrom heißt es. Und so gehst du rein und gibst dir kleine Sachen und gewinnst dadurch mehr Respekt vor dir selbst. Und die Menschen, vor denen du Respekt hast, die entwickelt sich dann zu einer Liebe. Zuerst ist es ja so, ich habe ein Bewusstsein, okay, du bist da, ich weiß, wo du stehst. Dann irgendwann vertraue ich dir. Dann irgendwann respektiere ich dich. Und dann irgendwann, dann liebe ich dich, beziehungsweise mich. Ja. Das ist eine Stufenleiter. Und die meisten Leute, auch einer der, ich liebe sie und alle 3 Monate die neue. Nee, du liebst dich schon mal gar nicht. Du liebst niemanden. Ja? Siehst du im Spiegel außen ziemlich schnell. Genau. Und du kannst nur einen anderen Menschen wirklich lieben, wenn du dich selber liebst. Und ich bin auch sehr positiv egoistisch. Mhm. Ich bin so egoistisch, ich konnte jetzt meiner Mutter ihren Traum-Mercedes kaufen, danach ein nächstes Traumauto, meinem Vater eine Traumuhr, meine Schwester nach Mexiko schicken und da ihr Auto kaufen, Sachen bezahlen und so weiter und so fort, weil ich zuerst dafür gesorgt habe, dass ich was habe. Ich musste zuerst selber mich lieben, meine Emotionen kontrollieren, meine Kompetenzen aufbauen, mein Geld verdienen. Hey, auf dem Weg dahin, irgendjemand fragt mich, hey Karl, kannst du mir Geld leihen? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann dir kein Geld leihen, weil ich will jetzt erstmal eine erste Immobilie anbezahlen. Ich leihe dir jetzt kein Geld. Ja. Viele Leute denken dann so, oh, sie sind der Asoziale, der Böse, wenn sie das Geld nicht leihen. Nein, der andere, der feiern war am Wochenende, statt zu arbeiten, so wie du, weil du hast das Geld, er war feiern, jetzt wird er das Geld für dir leihen. Dass er nur fragt, ist schon asozial. Dass er dich nach dem Geld fragt, ist schon das Asoziale. Ja. Ich frage nie jemanden nach Geld. Mhm. Ja? Ich gehe keinem auf den Sack mit emotionalem Ballast, mit, oh, kannst du mir einen Kredit geben? Ja. Wenn ich das mache, dann gehe ich zu professionellen Leuten, zur Bank und mache mit denen einen Deal und fertig. Mhm. Ja? Ja. Aber mir muss keiner aus der Scheiße helfen, weil ich unverantwortlich gar nicht. Und dann geht man anderen Leuten auf den Sack. Das ist asozial. Ja. Ja? Nicht egoistisch zu sein am Anfang deines Lebens ist das Egoistischste, was es gibt. Sich nicht selber zu helfen und dann von allen anderen Hilfe wollen, das ist das Egoistische. Absolut, absolut. Amen. Das ist das Asoziale. Amen. Ja. Kann ich mal sagen. Ja. Absolut. Das ist das Asoziale. Ja. Und die Sache ist, du kannst immer nur das anderen geben, was du selber hast. Klar, so ist es. So ist es. Na, ich meine, gib mir doch mal schnell einen Königsegg-Schlüssel. Klar, so hast du gerade nicht. Nein. Kannst du mir nicht geben. Und so oft kommen Leute zu mir, oh, ich möchte anderen Leuten helfen. Sag ich, du, ist ein netter Ansatz, aber hilf doch erstmal dir selbst. Ist ein netter Ansatz, ist gut gemeint, finde ich toll, ehrt dich, ja. Vielleicht hast du es aber auch nur irgendwo aufgeschnappt, dass du das sagen sollst, dass du anderen helfen sollst, ja. Das ist bei vielen auch der Fall, muss man auch ehrlich sagen. Und hilf dir erstmal selber, ja. Definitiv. Ja, bevor du deine letzten 3 Euro spendest, verdiene erstmal 30.000, dann kannst du 3.000 spenden, ja, ja, wenn du es möchtest.
Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann wirst du das Handbuch für Millionäre lieben. Und weißt du was? Dir als Podcast-Hörer schenke ich es heute. Geh jetzt auf gunnarkessler.com/Erfolg und sichere dir dein Exemplar des Handbuchs für Millionäre und alle, die es werden wollen. Geh jetzt auf gunnarkessler.com/Erfolg und sichere dir das Handbuch für Millionäre, solange es noch kostenlos verfügbar ist. Liebe Digital Moneymaker und Erfolgsfreunde, das war Teil 2 dieses genialen Interviews. Den dritten Teil findest du in der nächsten Folge von Show Me The Money, Honey. Geh jetzt direkt auf dein Lieblingsportal, lade sie die nächste Folge herunter und schon geht es weiter mit dem tollen Interview. Show Me The Money, Honey.de. Der Digital Moneymaker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler.